Ha, ein Fleckmann als Begrüßungskomitee. Wie elegant. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Schild. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Ja, wir sind jetzt in Brassbury am Bahnhof und sehen diese zwei komischen Leute. Wer seid ihr denn bitte? Könnte ich bitte einen Blick auf ihren Rüstungspass werfen? Aber selbstredend, sie können schließlich nicht hell sehen, oder? Vielen Dank, einen Moment bitte. Fleckmann! Ha, ein Fleckmann als Begrüßungskomitee. Ha, wie elegant. Oje, da hat wohl wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel hergefunden. Oh, tut mir leid. Huch, du bist ja süß. Fleck! Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Ja. Wenn Fleckmann den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Würdest du es vielleicht für uns fangen? Ja, warum nicht? Fleck! Möchtest du gegen Fleckmann kämpfen, um es zu fangen? Ja, das möchte ich bitte. Fleck! Ja, sehr cool. Das muss ein besonderes Fleckmann sein, denn wie ihr sehen könnt, hat dieses Fleckmann einen goldenen Schweif und goldene Öhrchen, sowie einen goldenen, ja, Kopf. Zumindest der obere Teil des Kopfes ist gold. Also, ich fackel nicht lange rum, sondern werfe direkt mal einen Superball. Oh, ich glaube, dieses Fleckmann möchte geschwächt werden, was aber nicht einfach ist, da dieses Fleckmann erst auf Level 12 ist. Also, schwächen ist ja nur sehr, sehr schwer möglich. Meine Lieben, hier kommt ein Hinweis. Wenn euch Pokémon Schild gefällt, hinterlasst bitte einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr verpasst. Videos für die ganze Familie. Oh, klasse. Mit einem Nestball konnte ich Fleckmann schnappen. Super. Das freut mich jetzt aber sehr. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was der Pokédex sagt. Oder, ach so, haben wir Fleckmann schon mal gefangen? Ah, das kann natürlich sein. Okay, ich dachte, das wäre das erste Fleckmann. Ist natürlich das erste Fleckmann dieser Art. Und liebe Anja, du hast dir auch ein Pokémon gewünscht. Und die liebe Anja darf dieses zuckersüße Fleckmann sein. Mit den goldenen Öhrchen und dem goldenen Schweif. Sehr toll. So, das Münzamulett nehme ich mit. Und ja, ihr habt es gesehen, Tex wird zurück auf die Pokémon-Box gelegt. Vielen Dank, dass du dafür gesorgt hast, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Das war gar nicht mal so schlecht. Wenn ich deinen Fangstil beschreiben sollte, würde ich ihn als äußerst elegant bezeichnen. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. An Ihrem Rüstungspass ist nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Selbstverständlich. Für mich geht die Reise jetzt zur sogenannten Rüstungsinsel. Dort werde ich mich ganz dem Training und Fangen von seltenen Pokémon widmen. Vielleicht begegnen wir uns ja eines Tages erneut. Nun denn, ich empfehle mich. Sehr, sehr interessanter Typ. Und das muss ein Psycho-Trainer sein. Ein Trainer mit Psycho-Pokémon, da er mit Telekinese die Bälle um seinen Kopf herum balancieren konnte. So, wir fahren jetzt aber zurück mit dem Zug nach Claw City und setzen unsere Reise fort. Denn in Brassbury gab es ja eben, in Anführungszeichen, nur das Pokémon Fleckmann zu fangen. Das aber ziemlich toll ist. Leider erst auf Level 12. Kann es denn sonst was Besonderes? Was kann es denn für Attacken? Das würde mich mal interessieren. Hoppsala, so nicht. So, Moment. Tempomacher ist nichts Besonderes, Heuler. Säure ist vielleicht interessant. Ich glaube, Säure ist eine Attacke, die ein Fleckmann normalerweise nicht kann. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht durch Zucht. Aber ja, ich nehme das mal ein bisschen mit, weil ich dieses Fleckmann irgendwie lustig finde. Ansonsten schauen wir mal, was wir noch auf der kommenden Route so an Pokémon finden. Ansonsten setzen wir unsere Reise jetzt fort. Wir müssen nach Kirchester, nach rechts oben, da wo die Fahne war auf der Karte. Und es sieht nach einer Eisarena aus. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt Eis-Pokémon
bekämpfen müssen. Oh, da ist Hope. Katze! Wenn ich stark genug werden will, um Delien einzuholen, darf ich nicht davor zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren. Das stimmt. Du weißt sicher schon, worauf ich hinaus will. Wir müssen kämpfen. Okay, Hope, dann machen wir das. Yeah, ich freue mich. Okay, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Los geht's, Tromborg. Wow, das ist ja der große Geisterbaum. Also gut, dann schauen wir mal, wozu mein aktuelles Team in der Lage ist. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich fange mal mit einem Sandsturm an. Eine Attacke, wo mein liebes Boden-Pokémon keine Probleme haben wird. Ach, Konfusstrahl. Ach, wenn es schon so anfängt, dann weiß ich, dass ich durchaus meine Probleme haben werde. Und ich sollte vielleicht mein Pokémon wechseln. Aber vielleicht, ja, einen Angriff will ich ausprobieren mit Schaufler. Na, na, komm, komm. Oh, schade. Konfusstrahl. Holzgeweih. Oh nein, natürlich. Eine Pflanzenattacke. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so geschickt, mit einem Boden-Pokémon gegen einen Pflanz-Pokémon zu kämpfen. Was sagst du zu meinem Angriff eben, ha, Katze? Wie hat dir das geschmeckt? Hey, Hope, ich muss schon sagen, dein Angriff war extrem gut. Dankeschön. Aber noch hast du nicht gewonnen. Zeit für Magdalena. Ich muss Magdalena auf jeden Fall rufen. Wegen dem Sandsturm. Denn der Sandsturm sorgt dafür, dass Boden-, Gestein- und Stahl-Pokémon nicht von dem Sandsturm getroffen werden. Alle anderen Pokémon, wie unser gegnerisches Pokémon, nämlich Tromborg, wird davon getroffen. So. Zack. Aber unser Vogel ist sicher davon und jetzt würde ich sagen Bohrschnabel. Dann sollte die Sache auch schnell gegessen sein. Ja, dieses Pokémon hat eine Flug- und Feuerschwäche. Dein Kampfstil erinnert mich irgendwie an meinen Bruder. Oh, danke, das ist mal echt ein tolles Kompliment, Hope. Hey, nichts zu danken. Oh, Ela versucht Zauberschein zu erlernen. Liebe Ela, Zauberschein zieht 80 ab. Ja, da ist Kraftabsorber, glaube ich, das Beste, was ich entfernen kann. Könnte, ja, machen wir das so. So, 1, 2 und Schubs. Kraftabsorber verlernt und dafür Zauberschein gelernt. Furnifras. Ja, Furnifras haben wir auch gefunden. Ein Feuer-Pokémon. Da lohnt es sich, ein Boden- oder ein Wasser-Pokémon einzusetzen. Wasser habe ich nicht, dafür aber ein Boden. Ein Boden-Pokémon wie meine Schlange. Salongo, Sala. Anaconda, Salaganda, Salagonda. Ach, keine Ahnung, wie das Pokémon heißt. Ich habe es ja Felix getauft. Schnell, Schaufler-Attacke. So, Feuerpeitsche. Erwischt mich natürlich nicht. Oh, der Sandsturm legt sich. Ach, schade. Na gut. Trotzdem komme ich mit einer Schaufler-Attacke. Die, ja, sehr, sehr effektiv ist. Dementsprechend hat Hope auch keine Chance mit seinem Furnifras. Oh, Mann. Ach, Teppichtörtchen, du bist echt gut, Katze. Dankeschön. Anja versucht Aussätze zu erlernen, eine Attacke, die ich überhaupt nicht mag. Also raus damit. Gortrom. Was war nochmal Gortrom? Keine Ahnung. Ich schicke einfach mal Ella in den Kampf. Die liebe Ella oder Ela. Ist ja mit einem L geschrieben, deswegen Ela. Mal gucken, was wir gegen Gortrom machen. Ach so, Gortrom. Wow, cool. Dein Pflanzenstart hat sich zur letzten Entwicklung gemausert. Du hast jetzt ein voll entwickeltes Chimpep, also ein Gortrum. Sieht aus wie Donkey Kong. Zauberschein! Naja, sieht nicht sonderlich viel ab. Vielleicht kann ich es einschläfern. Mit Schlafpuder. Dann schläft es für 2-3 Runden. Schlafpuder! Heiliger Bimbam. Na gut. Dann würde ich sagen, Schnuffi, du bist an der Reihe. So, zurück. Und du schaffst es, Schnuffi! So, jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt jetzt? Slam. Ja, das ist nicht sonderlich stark tatsächlich. Also ist okay. Aber Zeit für einen richtigen Feuerball, würde ich sagen. Oh nein, nimm dich in Acht, Gartrom. Okay, Feuerball, Schnuffi. Pow. Mach aber bitte seine Trommel nicht kaputt. Ach süß irgendwie. Ein richtiger Trommler. Den stelle ich mir gut in einer Boyband vor. In einer Boyband, in der er trommeln wird. Okay, wie auch immer. Aquavelle. Endlich mal eine Wasserattacke für Anja.
Auch wenn das nicht so viel zu bedeuten hat, da Anja erst auf Level 18 ist. So, wow, er hat eine Relaxo. Das ist ja mal spannend. Da bin ich mal gespannt. Okay, Relaxo. Relaxo. Ich probiere es gleich mal mit Konter. Oh, Horta. Ja, da bringt Konter natürlich rein gar nichts. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Body Slam. Aber ich rechne jetzt mit einem Body Slam, deswegen Konter nochmal. Ja, perfekt. Jetzt nur nicht paralysieren, nur nicht paralysieren. Oh, zieht gar nicht so viel ab. So. Ja, Konter war okay. Vielleicht doch lieber Kopfnuss zum Zurückschrecken. Und ja, zurückgeschreckt habe ich Glück. Jetzt aber nochmal einen Feuerball hinterher und dann müssen wir Relaxo besiegt haben. Oh, ging daneben. Schade. Nochmal Body Slam. Bitte nicht paralysieren. Hab ich Glück. Okay, jetzt aber. Alles oder nichts. Nochmal Schnuffi, Feuerball. Zack, zack, zack. Hoch, zack, Trick und Pow. Wir sind bestens vorbereitet für die diesjährige WM. Oder haben wir EM? Ich weiß es jetzt gar nicht. Fußball-EM oder WM und alle sind wieder im Fußballfieber. Wird eine schöne Zeit. Belektro. Ah, cool. Das kann auf jeden Fall vom Namen nur die Entwicklung von Voldy sein. Den wir, glaube ich, im Spiel auch noch nie gesehen. Und es ist ein Elektro-Pokémon, hat also die Schwäche Boden. Nichts geht über einen Aufholsieg, nachdem man im Rückstand war. Los, Belektro! Belektro! Von Typ normal Elektro oder nur von Elektro, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn das von Elektro ist, was ja klar ist, dann auf jeden Fall eine Bodenattacke einsetzen wie Schaufler und dann ist es schnell besiegt. So, und ich komme wieder hervor. Zack, erwischt. Ja, perfekt. Und so eine schöne Anaconda kommt Belektro auf jeden Fall nicht an. Anja, Level 20. Sehr toll. Und Hope wurde besiegt. Wenn ich selbst keinen Durchblick habe, können meine Pokémon natürlich nicht voll aufdrehen. Ist ja klar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du, bevor wir in unser Abenteuer gestartet sind, war mir nie klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Immer, wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, war Delon einfach nur dieser strahlende Stern für mich. Aber inzwischen weiß ich genau, was seine Stärke ausmacht. Und was mir dazu noch fehlt. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Danke, dass du gegen mich gekämpft hast. Ich mach noch schnell dein Team wieder fit. So, kleinen Moment. Bitteschön. Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Ich will nur gegen meinen großen Bruder kämpfen. Ich will ihn besiegen. Ich will Delion, den Unschlagbaren, schlagen. Du wirst schon sehen. Sobald ich mir den Arena-Orden in Kirchester geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Tschüllilü. Hey, Hope jetzt. Wir könnten doch ein einziges Mal zusammenlaufen. Oh, schaut mal, da ist die Entwicklung von Mauzi da hinten. Aber erstmal Äther für uns. Und jetzt kämpfen wir gegen dieses Model. Als Model bin ich Expertin darin, die Vorzüge meiner Partner ins Rampenlicht zu stellen. Oh yeah, ich bin Felicity. Und das ist mein Bumblebee. Felicity und Bumblebee. Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie der Kampf ablaufen wird. Ja, ich habe ein bisschen Angst mit meiner Anaconda. Ja, Zauberschein zieht schon mehr ab, als ich dachte. Aber Kopfnuss reicht aus. Das heißt, auch wenn ich gleich nur im roten Bereich bin mit meiner Kraftanzeige, sollte ich den Kampf noch meistern. So, Kopfnuss. Und die Sache ist gegessen. Sehr gut, sehr gut. Es hat funktioniert. Ja, wieder ein paar Level-Ups und eine Kopfnussattacke möchte die liebe Anja erlernen. Ja, der Angriff ist sogar höher als der Spezialangriff. 1, 2 und schwupp. Konfusion vergessen, Kopfnuss erlernt. Level 43 für Schnuffi. Okay, Zeit für meine Bienenkönigin Hohenweisel. Okay, wenn die Bienenkönigin kommt, schicke ich am besten mal Schnuffi in den Kampf. Da gibt es einmal schön Feuer. Und dann passt das auch schon. So. Achtung. Wow, 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 wow. Jetzt wird's aber spannend. Haltet euch fest.
Feuerball trifft natürlich auch ein Hohnweisel. Eine Honigbiene. Tja, das war's dann wohl. Tut mir leid, liebe Honigbiene. So toll Bienen auch sind. Und die Blüten bestäuben, also die Blumen bestäuben. Naja. Was für eine tolle Demonstration der Vorzüge deiner Pokémon. Du bist ein guter Trainer. Hier ein bisschen Preisgeld. Ich will jemand sein, der von allen bewundert wird. Genauso wie der Champ. Echt? Okay, oh, Team Yell. Hallo, Team Yell. Und so singen wir laut und klar. Miss Mary wird der Champ. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Okay, ich glaube, die müssen erstmal ihre Fangesänge weiter einstimmen. Hier haben wir ein Mauzi, ein entwickeltes. Und wie heißt das? Mauzinger. Okay. Irgendwie ist es cool, so mit dem Rauschebart. Das ist der böse Weihnachtsmann. Okay, vielleicht schaffen wir es sogar, dieses Mauzinger zu fangen. Ich weiß nicht, wie hartnäckig es wird. Oder es ist. Oh, nicht sehr effektiv. Das scheint von Typ Stahl zu sein. Ja, ich muss zugeben, ich habe schon vergessen, von welchem Typ Mauzi ist. Deswegen kann mir durchaus mal ein Fauxpas passieren, sodass ich dieses Pokémon nicht sofort fangen kann. Zeit mal Schnuffi in den Kampf zu schicken. Und dann nochmal ordentlich ein bisschen den Kampf zu rocken. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt für Höhner. Komm mal her, komm mal her. Okay, ich komme. Ich nehme dich beim Wort. Wir müssen doch irgendwie dieses Pokémon noch fangen. Das wäre doch gelacht. Oh, jetzt haben wir es leider besiegt. Ja, so viel hält es dann doch nicht aus. Anja Level 22. Felix 39. Ja, mal gucken, wie lange ich Felix noch im Team habe. Theoretisch müsste ich Felix aber aus dem Team demnächst mal rausnehmen. Leider, auch wenn ich ein großer Fan von diesem Pokémon bin. Es ist ein sehr, sehr schönes und tolles Pokémon. Ich wirklich gehört zu meinen Lieblings-Pokémon aus dieser Edition. Hätte ich nicht gedacht. Aber, oh, ein Vultula. Aber die nächste Arena ist eine Eis-Arena. Und Boden-Pokémon haben eine Eisschwäche. Das ist also nicht so gut. Gegen Eis-Pokémon sollte man Feuer-Pokémon dabei haben oder Stahl-Pokémon. Feuer und Stahl. Wenn man muss ja kein Feuer-Pokémon haben, aber ein Pokémon, das eine Feuerattacke beherrscht oder eine Stahlattacke beherrscht, wie zum Beispiel mein Kramor mit Stahlflügel, die helfen euch extrem weiter in der nächsten Arena. In Kirchester. In der Eisarena. Das muss hundertprozentig die Eisarena sein. Deswegen merkt euch das schon mal vor, falls ihr das Spiel auch spielt und sogar ein bisschen weiter seid als ich. Kann ja sein. Voltula wurde gefangen. Sehr gut. Das gibt Erfahrungspunkte. Tino erreicht Level 39, Anja 23. Jetzt bin ich mal gespannt. Achtung. Voltula erspinnt Fallen aus elektrischen Fäden nahe den Nestern von Vogel-Pokémon, um vor allem jene Jungen zu fangen, die nicht gut fliegen können. Ja, Elektronester gegen Vogel-Pokémon, sehr gefährlich. Voltula, ein ziemlich schönes Elektro-Pokémon, eine kleine Spinne, die möchte ich den lieben Till widmen. Lieber Till, danke für deine ausführlichen Kommentare immer auf katze.de, allein schon zu Super Mario Odyssey. Hast du tolle Sachen kommentiert. Danke, wirklich, schätze ich sehr. Ein Schnuthelm. Ach, irgendwie ein richtig süßes Pokémon, oder? Ach ja. Vielleicht schaffen wir es, dieses Pokémon zu fangen. Ich weiß es nicht. So, Borschnabel. Uiuiui. Das war dann leider ein bisschen zu stark. Schade. Es tut mir leid, Schnuthelm. Leider hat es nicht ganz hingehauen. So. Magdalena, tausch ihn mal mit Ela und dann auf zum Mauzi. Mauzinger, Mauzinger. Ja, vielleicht schaffen wir es diesmal. So, Ela, vielleicht kannst du es mal oh, nicht sehr effektiv. Ich kann nur Angriffe, die nicht sehr effektiv sind. Na toll. Das hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich weiter. Na gut. Schlafpuder. Ging daneben. Das läuft ja hier heute nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ach ja, okay. Wir bleiben auf jeden Fall dran. So. Schnuffi, du bist auf jeden Fall dabei.
und kannst uns hoffentlich hier nochmal unterstützen, dieses Mauzinger zu fangen. Irgendwie wird es doch hinhauen. Wir müssen nur den richtigen Angriff einsetzen. So. Hier aufgeladen, sehr gut. Verhöhner. Ja, wir sind wütend. Aber es ist auf jeden Fall jetzt machbar, dieses Pokémon zu fangen. Wenn wir dranbleiben, Hyperball. Mal sehen, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn das jetzt hinhaut mit dem Ball. Und ach, klasse. Richtig, richtig toll. Ein katastastischer Wurf. An der Level 24 versucht 10 Kopfstoß zu erlernen. Ja. Nehmen wir Säure raus. Ist jetzt nicht unbedingt der Superangriff, den ich brauche. Und dann geht es weiter mit einem Eintrag. Mauzinger, es entwickelte sich nach einer langen Zeit voller Kämpfe. Nun kann es seine Krallen ausfahren, um sie als Dolche zu nutzen. Interessantes Pokémon. Dieses Pokémon kommt erstmal in mein Team für eine kurze Zeit. Und das möchte ich der lieben Julia widmen. Liebe Julia, du bist Mauzinger. Dieses tolle Kätzchen mit dem Rauschebart. Ein sehr, sehr ulkiges und tolles Pokémon, das anscheinend auch sehr stark zu sein scheint, da wir immer wieder Probleme haben, gegen dieses Pokémon anzukommen. Aber wenn wir es jetzt im Team haben, kann es ja nur gut werden. Oh, ein Laukaps. Laukaps, Laukaps. Lau, Lau, Laukaps. La, 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 Laukaps, Laukaps, Laukaps. Okay, Laukaps. Dann wollen wir dich auch mal fangen. Uiuiui, Vorsicht. Zauberschein. So, und jetzt versuchen wir es gleich mal mit einem Hyperball zu fangen. Mal sehen, ob uns das gelingen wird. Ja, sieht doch schon mal sehr gut aus. Perfekt. So muss das laufen, meine Lieben. Das hat echt super funktioniert, muss ich sagen. Magdalena hat Level 42 und es soll die Attacke Angeberei erlernen. Ja, Clownwetzer nehmen wir raus. Angeberei finde ich immer ganz schön, um den Gegner zu verwirren. Lassen wir drin. So, jetzt gibt es nicht nur einen Eintrag, sondern auch gleich einen neuen Spitznamen. Laukaps, es nutzt die Flüssigkeit aus seinem Mund, um die Muschel von Schnuthelm aufzulösen. Dann verspeist es den Inhalt. Ein Schnappbiss-Pokémon wird mal zu einem kleinen Ritter-Pokémon. Also irgendwie lustig. So, dieses Pokémon möchte ich der lieben Selina widmen. Selina, ganz liebe Grüße an dich. Auch du kommentierst jedes Video. Sei es Super Mario Odyssey, sei es Pokémon Schild, egal was. Alle Folgen kommentierst du auf katze.de. Dafür ganz großes Dankeschön. Du darfst dieses kleine süße Schnuthelm sein. Laukaps, tut mir leid. Ich meine Laukaps. Ich hoffe, es gefällt dir. Du wirst mal zu einem kleinen, tollen Ritter-Pokémon. So. Jetzt aber Achtung, ich will eigentlich flüchten, denn Voltuller, das habe ich bereits in meinem Team, also zumindest mal gefangen. Deswegen raus hier, Flucht, Flucht, Flucht und diesmal bin ich entkommen. Hui, wir haben einiges heute erlebt. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Mehr liebevoller und kindgerechter Abenteuer für die ganze Familie gibt es auf www.kinderkatze.de. Eine Seite, wo es nur meine kindgerechten Videos gibt. Also, bleibt katztastisch!